Weise, wie versifft hier alles aussieht. Also, was möchten Sie wissen? Ach, ja, erster Punkt, du legst wohl keinen Wert auf Sauberkeit, oder wie darf ich das verstehen? Frag mal erstmal über William. Ich bin gekommen, wie wir gestern verabredet haben. Es wird nicht lange dauern, ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Lassen Sie mich raten. Es geht um William, richtig? Ja, Sie sagten, dass seine Leiche Verbrennungen aufwies. Ja, im Brustbereich, um genau zu sein. Und? Und was? Als wir uns gestern sprachen, sagten Sie mir, Sie würden mir mehr darüber erzählen. Darum bin ich hier. Habe ich das gesagt? Nun, ich kann nur das wiederholen, was ich Ihnen bereits gesagt habe. Massive Verbrennungen im Brustbereich, verursacht durch einen unbekannten Gegenstand. Ist das alles? Ein unbekannter Gegenstand? Was Sie sagen, ist anders als das, was Sie mir bereits erklärt haben. Ich erinnere mich nicht. Das waren sowieso nur anfängliche Theorien. Ich habe alles im Obduktionsbericht festgehalten. Soll ich daraus zitieren? Das wird nicht nötig sein. Offenbar hat Dr. Herman seit gestern sein Gedächtnis verloren. Warum verheimlicht er, was er mir ursprünglich erklären wollte? Dieser Obduktionsbericht würde mich interessieren, aber nicht in seinem Beisein. Dementsprechend hätte ich es vorgezogen, dass er mir daraus zitiert, dann hätte ich ja eventuell vergleichen können, ob das, was er mir jetzt sagt, mit dem, was da tatsächlich niedergeschrieben ist, übereinstimmt. Aber wie er schon sagt, wir werden uns den Obduktionsbericht danach einmal in Ruhe anschauen. Henry. Ich habe mit Inspektor Collier über Henrys Tod gesprochen. Es war unvermeidlich, dass er so enden würde. Er war ein hoffnungsloser Fall. Was meinen Sie damit? Naja, es war nicht das erste Mal, dass diesem Mann in betrunkenem Zustand etwas zugestoßen ist. Das weiß ich deshalb so gut, weil ich ihn immer wieder nach einem Besäufnis gesund pflegen durfte. Normalerweise war es nicht so ernst. Aber nun hat er seine Trinkfestigkeit zum letzten Mal überschätzt. Es ist mir etwas peinlich, aber sehen Sie, Henry hatte etwas Wichtiges, was mir gehört. Ich habe überall danach gesucht und es nicht gefunden. Dann fiel mir ein, dass er es vielleicht bei sich trug und dass Sie... Was soll es denn eigentlich sein? Eigentlich ist es nur ein kleines Stück Papier, aber es ist sehr wichtig, sonst würde ich Sie nicht fragen. Sie wollen, dass ich seine persönlichen Sachen durchsuche? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das tun würden, Doktor. Gordon, dieses Paket gehört zu den Beweismitteln. Ich kann nicht einfach etwas daraus entnehmen und Ihnen geben, solange die Ermittlungen noch andauern. Aber dieses Etwas gehört mir. Das spielt keine Rolle. Bis der Fall offiziell abgeschlossen wird, darf ich Ihnen den Inhalt nicht mal zeigen. Ich verstehe. Danke, Doktor. Wenigstens weiß ich, wo dieser verdammte Pfandschein ist. Ist schon mal ein Anfang. Henry, beziehungsweise ein Schuhabdruck. Dr. Herman, ich möchte Sie im Zusammenhang mit Henrys Tod etwas fragen. Mr. Gordon, ich war der Überzeugung, dass diese Sache von Inspektor Collier untersucht wird. Ich wüsste nicht, was Sie die Sache angehen würde. Diese Sache, wie Sie es nennen, passierte in meinem Garten. Es ist mein gutes Recht, mich dafür zu interessieren. Na schön. Was wollen Sie wissen? Ich habe genau neben dem Springbrunnen einen Fußabdruck gefunden. Er war recht tief und sehr neu. Ja, wir haben ihn bemerkt. Collier hat es in seinem Bericht notiert. Ich weiß nicht, was ich Ihnen sonst noch sagen könnte. Ist Ihnen daran etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Was meinen Sie damit? Wer diesen Fußabdruck hinterließ, hat entweder gehumpelt oder etwas Schweres getragen. Sie haben ein gutes Auge, Gordon. Genau das sagte Collier auch. Was sagen Sie dazu? Das Problem ist, es gibt überall Fußabdrücke. Und wahrscheinlich stammen sie alle von Ihrem Stallknecht. Wie war noch sein Name? Morris. Ja, ihn können Sie aber ausschließen, wenn Sie ihn als potenziellen Mörder in Betracht gezogen haben. Ich sage Ihnen auch, warum. Ich höre. Eigentlich sollte ich es Ihnen nicht erzählen. Aber es ist gewissermaßen auch Ihre Angelegenheit. Also, ich mache Autopsien inzwischen seit über 15 Jahren. Und so etwas habe ich noch nie gesehen. Eines kam mir schon merkwürdig vor, als wir ihn aus dem Teich holten. Seine Haut war kreideweiß. Sehen Sie,
Ich weiß, wie eine Wasserleiche aussieht. Selbst wenn sie einen Monat im Wasser gelegen hat. Aber diesmal war es anders. Die Leiche sah aus, als ob kein Tropfen Blut mehr drin war. Vielleicht war es im Wasser. Unmöglich, Gordon. Ich sagte doch, ich weiß, wie eine Wasserleiche aussieht. Das habe ich allerdings Collier gegenüber nicht erwähnt. Er würde mich für verrückt halten. Ich muss erst meine Theorie beweisen. Und? Was haben Sie herausgefunden? Genau das, was ich erwartet habe. Kein Blut. Nicht einen einzigen Tropfen. Als hätte ihm jemand das Leben herausgepresst. Wie den Saft aus einer Orange. Und die leere Schale dann in diesen Sprengbrunnen geworfen. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich bin kein Arzt, aber ich sehe auch ein, dass das mehr als seltsam ist. Das ist nicht seltsam, Gordon. Es ist schlicht unmöglich. Selbst wenn jemand sein ganzes Blut absichtlich extrahiert hätte, müsste noch etwas in den Organen und Muskeln sein. Richtig. Und was ist jetzt Ihre Theorie? Noch weiß ich nicht, wie meine Schlussfolgerung lauten wird. Ich habe keine vernünftige Erklärung für das, was ich gefunden habe. Aber bis jetzt deutet nichts auf einen gewaltsamen Tod hin. Danke, dass Sie mir das erzählt haben, Dr. Herman. Hören Sie, außer uns beiden weiß niemand von dieser Tatsache. Und vorläufig wäre es mir lieber, wenn es so bliebe. Wenn Sie mit Collier sprechen, sagen Sie ihm bitte nichts. Ich werde es ihm zum angemessenen Zeitpunkt selbst sagen. Verstehe. Ich werde nichts sagen. Darauf haben Sie mein Wort. Also das ist wirklich seltsam. So, denn kann dieses Blut, das da auf dem Boden ist, auch nicht von der Leiche, die da oben drauf liegt, also Henry, stammen, wenn da überhaupt gar kein Blut mehr vorhanden war? Dementsprechend muss dieses Blut schon ein klein wenig älter sein. Sprich, Heinz Herman ist eine Potsau. Unfassbar. Auch hier diese Fliesen, also ich komme nicht darüber hinweg, wie dermaßen verschmutzt und schmuddelig und verranzt hier alles ist. Meine Fresse. Entschuldigung. Ah, jetzt versuche ich Herman noch zu bestechen. Na nun gut. Doktor, könnten Sie vielleicht für einen Moment hinausgehen? Ich könnte meine Brieftasche auf dem Tisch vergessen, wenn Sie zurückkommen. Wie bitte? Wenn ich Ihre Familie nicht so lange kennen würde, wäre ich jetzt beleidigt. Hören Sie, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ich habe Ihnen schon gesagt, das Paket muss versiegelt bleiben, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Also vergessen Sie es. Schade drum. Schade, schade. Ach, eine Türklingel und zur Leichenhalle. Eine Mülltonne, ein Müllcontainer. Schauen wir mal die Mülltonne an. Obenauf liegen viele zerrissene Papiere. Aha. Jemand hat sie erst vor kurzem weggeworfen. Sie sind noch nicht feucht. Ich sehe sie mir an. Ein Glück. Verfaulter Müll. Darin werde ich nicht wühlen. Okay. Und... Puff. Und der Müllcontainer? Der Deckel ist mit einem großen Vorhängeschloss gesichert. Ohne Schlüssel kann ich das Vorhängeschloss nicht öffnen. Schade, schade. Der Deckel ist mit einem... Alles klar. So denn, der Schlüssel befindet sich höchstwahrscheinlich hier unten. Kann ich nochmal runter? Offenbar nicht einfach so, ansonsten hätte der Doppelklick funktioniert. Ja. Dann klingel ich halt mal. Ja? Samuel Gordon, bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Okay. Auch hier oben ist alles so dreckig und verlottert. Nachtfaltersammlung. Eine Nachtfaltersammlung? Ich hätte nie gedacht, dass es so viele Arten gibt. Na, hoffentlich gibt's noch ein paar mehr als diese paar hier. Ventilator.
Die Luft hier ist mit einem seltsamen Geruch behaftet. Die langsamen Flügel des Ventilators schaffen kaum frische Luft. Ein Skelett? Ein menschliches Skelett, das die Halle mit starrem Blick beobachtet. Wie ein stiller Wächter in der Dunkelheit. Das Haus verlassen wollen wir jetzt noch nicht. Treppe! Oben sind wahrscheinlich Hermans Privaträume. Da gehe ich nicht hin. Alles klar. Ein Spiegel? Mir ist schwindelig. Hoffentlich habe ich heute Abend keine Kopfschmerzen und kann gut einschlafen. Du trinkst zu wenig, ich sag's nochmal. Bild eines Mannes. Ich weiß nicht, wer das ist. Vielleicht der ehemalige Hausbesitzer. Warum nicht? Hier gibt es sonst nichts, also könnte ich jetzt nach unten gehen. Aber ich glaube, ich gucke mir erstmal hier oben noch den Brief an. Jemand hat ihn in Stücke gerissen. Offenbar sollte ihn niemand lesen. Okay, wieder so ein Puzzlechen. Na, zapp. Das schaut auch wie eine untere Ecke aus. Das hier... Na komm, jetzt. Gehört auf jeden Fall so rum. Wie rum das da gehört, weiß ich noch nicht. Das gehört so rum. Das ist höchstwahrscheinlich dann hier. Moment. So. Und so. Und du gehörst hierhin. Haha. Das ist ganz eindeutig diese obere Ecke. Nein. Das gehört hier oben rauf. Meine nächste Lieferung. Aha. Das hierhin. Das dahin. Das dorthin. Zap, zarap. Das noch hier irgendwo in die Ecke, das gehört dementsprechend daher. Dahin. Dahin und dementsprechend muss das hierher und dann fehlt eine kleine Ecke. Lieber H., meine nächste Lieferung wird bald bei Ihnen eintreffen. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, alles ist glatt verlaufen. Niemand ahnt etwas und so wird es bleiben. Vergessen Sie nicht. Das, was ich hier mache, dient dem Fortschritt und der Wissenschaft. Und ohne Ihre Hilfe könnte ich meine Forschung nicht weiter betreiben. Ich schicke Ihnen meine Ergebnisse wie üblich innerhalb des nächsten Monats. Ha, Herman ist wahrscheinlich der Empfänger. Aber wer versteckt sich hinter dem R? Über was für eine Sendung sprechen Sie in diesem Brief? Nun, dieser R wird höchstwahrscheinlich unser lieber Robert sein. Die Sendung? Nun gut, werden wir vielleicht demnächst in diesem Kino mal rausfinden, worum es da geht. Okay. Da kann ich wieder nach oben gehen. Hier sind die Schlüssel. Höchstwahrscheinlich ist da dieser Müllcontainerschlüssel auch dabei. Solange Herman zusieht, kann ich den Schlüssel nicht nehmen. Ach was. Solange Okay, differenzieren tut er nicht das Becken. Der Boden ist verfärbt, wahrscheinlich durch getrocknetes Blut. Auch wieder so eine Schlamperei. Sie sind leer. Das Becken spült man aus. Menschliche Muskelgruppen und Organe, sie sind lateinisch beschriftet. Es hat keinen Sinn, sie näher zu studieren. Einfach da drin Blut trocknen zu lassen, ist eine absolute Sauerei. Kanister. Leere Kanister für Fotoentwickler. Offenbar macht Herman die Fotos für seine Obduktionsberichte selbst. Allein schon der Gestank, der sich dabei bildet. Wagen. Den benutzt Herman, um die Leichen zu transportieren. Darauf liegen einige blutverschmierte Sachen. Ich will sie nicht anfassen. Blutverschmierte Sachen auf diesem Wagen. Die gehören in einen Sack und der gehört dann in die Wäsche. Oder zur Sterilisation oder gleich weggeschmissen, wie auch immer.
Ich möchte mir lieber nicht vorstellen müssen, was sich in dem Eimer befindet. Herman verwendet ihn vermutlich bei Obduktionen für Gewebe. Bei der Sauerei, die hier sonst noch vorherrscht, sind hier wahrscheinlich noch Gewebestücke von letzten Monat drin. Aber hey, Herman kann uns vielleicht hier unsere Fotos entwickeln. Hier hinten ist sonst nichts mehr zu wollen, hier oben... Ah, Fässer. Ich weiß nicht, was drin ist und ich will es auch nicht wissen. Meine Güte, ey. Um seinen Job beneide ich ihn nicht. Och, der nimmt ihn offenbar ziemlich locker. Dr. Herman, ich würde Sie gerne sprechen. Einen Augenblick. Also, was führt Sie hierher? Genau, kannst man nicht mal einen Film entwickeln, bitte? Mir ist aufgefallen, dass dies auch als Dunkelkammer dient. Ja, ich entwickle die Obduktionsfotos hier. Im Dorf bietet niemand einen solchen Dienst an. Hierzulande ist es fast wie im Mittelalter. Trotzdem, irgendwann gewöhnt man sich daran. Wollen Sie etwa Fotos entwickeln lassen? Sehen Sie, Gordon, das ist kein Service Center für Touristen. Sie befinden sich hier in einer Leichenhalle. Ja, das ist offensichtlich. Ich brauche aber nur ein paar Abzüge. Na schön. Aber das mache ich nur als Freundschaftsdienst Ihrer Familie gegenüber. Geben Sie her. Danke, Doktor. Moment. Ich möchte etwas als Gegenleistung. Ohne kann ich Ihnen sowieso keine Fotos machen. Mir ist der Entwickler ausgegangen. Können Sie mir welchen aus dem Dorf bringen? Haben Sie nicht gerade gesagt, dass niemand im Dorf einen solchen Dienst anbietet? Ja, und das ist auch so. Ich habe ein Arrangement mit dem alten Murray. Er besorgt mir Nachschub aus der Stadt. Sagen Sie ihm, der Entwickler ist für mich. Er wird ihn Ihnen gern verkaufen. Gut, ich komme später wieder. Alles klar. Meine Güte. Obwohl, ich muss gar nicht großartig rausgehen. Ich kann höchstwahrscheinlich auch über die Karte jetzt gleich nach Willow Creek wandern. Mache ich doch glatt mal. Und dann auf zum Pub. Soll ich gleich zu... Ja, ich gehe gleich zu Morris und arbeite mich dann von hinten nach vorne. Boom. 37. Hallo, Mr. Samuel. Das war vielleicht ein Knall, was? Der zweitlauteste heute, möchte ich wetten. Hallo, Vic. Zählst du die Donnerschläge? Richtig. Warum sitzt du eigentlich hier im Regen? Solltest du nicht lieber zu Hause sein? Mir macht der Regen nichts aus. Außerdem kann ich nicht nach Hause. Nein? Du hast wohl Ärger, was? Tja, es ist das kaputte Fenster von gestern. Harry hat meinem Vater davon erzählt, wissen Sie? Darum habe ich es nicht eilig, nach Hause zu kommen. Oh, verstehe. Ich muss jetzt gehen. Pass auf das Fenster neben dir auf. Ja, mache ich. Ich werfe den Ball auf die andere Seite. Das ist sicherer. Genau, direkt in den Fluss. Ich gehe trotzdem erstmal zu Morris. Mary, meine ich. Da vorne die Laterne mag auch nicht so ganz. Die große Uhr nochmal angucken. 2:10. Sie zeigt die gleiche Uhrzeit an wie gestern. Sie ist defekt. Eindeutig. Diese Eingänge sind nicht mehr zugänglich. Hier der Mülleimer nicht mehr, das Schaufenster schon. Und zum Leihhaus kann ich jetzt reingehen. Die Lampe ist nicht anzuwählen, der Stechkahn schon. Gucken wir den mal als allererstes an. Es füllt sich langsam mit Wasser. Vielleicht sollte ich es dem Angler sagen. Solltest du eventuell. Schaufenster. Das Licht brennt. Das Geschäft ist geöffnet. Juchheißer Juche. Das Schild ist nicht anzuklicken. Dann gehen wir doch mal rein. Bibing. Verpfändete Objekte. Ich sehe nichts, was ich gebrauchen könnte. Ah, ein Kleiderständer? Ob er wohl zum Verkauf steht oder Teil des Inventars ist. Schwer zu sagen bei all dem Zeug.
nochmal verpfändete Objekte. Ich möchte von diesen Sachen nichts kaufen. Das meiste davon ist Ramsch. Und Pappkarton? Er enthält nur noch mehr Trödel. Alles klar, hier unten ist auch sonst nichts. Hier ist sonst nichts, da ist Murray. Auf dem Tisch liegt sonst nichts. Hier vorne ist nichts von Interesse, da kann ich den Laden wieder verlassen. Okay. Murray hat dieses Leihhaus vor etwa 10 Jahren eröffnet. Dann schwätz mal doch mal. Guten Morgen. Wie kann ich Ihnen helfen? Erstmal den Entwickler. Dr. Herman hat mir gesagt, dass ich bei Ihnen Fotoentwickler bekomme. Haben Sie welchen? Sie haben Glück. Ich habe noch ein paar Flaschen. Ich fahre nicht täglich in die Stadt, wissen Sie? Hier ist er. Flaschen. Ich habe Kanister bei Ihnen gesehen. Danke. Aber nun gut, für die 2 Fotos reichen wahrscheinlich auch diese Flasche. Und zwar locker. Wegen einem seltsamen Objekt, das irgendjemand bei dir da letztes Mal abgegeben hat. Vor einigen Tagen hat jemand ein bestimmtes Objekt hier versetzt. Diesem Gegenstand hier nicht unähnlich. Stimmt, ich erinnere mich, dass Henry etwas versetzt hat, das so ähnlich aussah. Ich möchte diesen Gegenstand auslösen. Gerne, Sir. Das macht 35 Pfund. Und ich brauche natürlich den Pfandschein mit der Unterschrift des Pfänders. Ich gebe Ihnen das Geld, aber sehen Sie, ich habe den Schein nicht. Sir, Sie wissen doch sicherlich, dass ich kein verpfändetes Objekt ohne entsprechenden Pfandschein auslösen darf. Ich kann verstehen, dass Sie es ohne Schein nicht auslösen möchten, aber ich werde dafür bezahlen. Es tut mir leid, so ist das Gesetz. Dieses Objekt ist mir sehr wichtig. Ich bin bereit, einen Sonderpreis zu zahlen. Mag sein, aber wie fair wäre das dem Besitzer gegenüber, wenn ich sein Eigentum vor Ablauf der Frist einem anderen verkaufe? Laut Gesetz gehört ihm das verpfändete Objekt, bis die Laufzeit des Pfandes abgelaufen ist. Murray, Henry kann es unmöglich auslösen. Woher wollen Sie das wissen? Er ist tot. Tot? Es tut mir wirklich leid, das zu hören, aber ich fürchte, der Tod des Besitzers ändert nichts. Wer den gültigen Pfandschein vorlegt und die vereinbarte Summe zahlt, kann das Objekt zu jeder Zeit auslösen. Versuchen Sie doch bitte zu verstehen. Ich habe ihn nicht. Würde das Geld nicht genügen? Es tut mir leid. Sie können abwarten, bis die Laufzeit des Pfandes abgelaufen ist. Das ist keine Alternative. In dem Fall kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen, Sir. Okay, jetzt habe ich schon wieder die Möglichkeit, eine positive oder eine negative Antwort zu geben. Und ich habe keine Ahnung, was die positive bzw. die negative Antwort dann sein soll. Bedrohe ich ihn bei der negativen Antwort? Und bei der positiven sage ich, ach, na gut, kann man nichts machen? Tja, wie soll ich jetzt handeln? Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Ich nehme die negative. Wie wäre es, wenn Sie den Preis nochmal berechnen? Sagen wir das Doppelte? Nein, das ist völlig unmöglich. Ich möchte wegen Ihres Angebotes meine Lizenz nicht verlieren, obwohl ich zugeben muss, dass es sehr großzügig ist. Ich kann leider nichts machen. Nur noch 12 Tage, dann können Sie es haben. Ich habe Verschiedenes über Sie gehört. Da hätte ich gedacht, dass Sie mehr auf das Geld aus wären. Was meinen Sie damit? Was haben Sie gehört? Und von wem? Das spielt jetzt keine Rolle. Lassen Sie uns Klartext reden, Murray. Wir wissen beide, dass Sie sich nur für Geld interessieren. Sie lassen mich ein paar Mal wiederkommen, dann handeln Sie einen neuen Preis aus. Also, wie wäre es, wenn wir das einfach überspringen und Sie mir gleich sagen, wie viel Sie wollen? Was sagen Sie da? Behalten Sie Ihr verdammtes Geld für sich. Auch Kredithaie haben ihren Stolz. Ab jetzt führen wir dieses Gespräch als Verkäufer und Käufer. Möchten Sie sonst noch etwas? Beruhigen Sie sich. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Ich muss unter allen Umständen Henrys Pfandschein finden. Sonst bekomme ich von Murray gar nichts. Wiedersehen. Alles klar. Nun gut, also mit Bestechung in Anführungszeichen ist bei ihm trotzdem nichts zu machen, weil er da wiederum korrekt genug handelt, weil er keinen Ärger will. Ich brauche den Pfandschein, anders geht's nicht. Kann ich nochmal mit Vic sprechen? Er mag Schokolade. Wer nicht?
Ich habe keine Frage an ihn. Alles klar. Ein Wagen, nochmal. Es überrascht mich, dass Harry ihn nicht zugedeckt hat. Okay. Das Fenster scheint auch wieder einigermaßen heil zu sein. Die Wäsche hier oben ist weg. Speiseplan, hat sich da was geändert? Es ist kaum zu entziffern. Die Kreide ist verwischt. Ich kann Harry direkt fragen. Ja, eben. Außerdem wird das Angebot sich nicht unbedingt geändert haben. Na? 38? Oder 39? Mark!